Die Geschichte beginnt 2004 in einem Restaurant in Washington. Dorthin sind Wissenschaftler aus Europa gereist, um mit ihren amerikanischen Kollegen über die Zukunft der europäischen Satellitennavigation zu sprechen. Doch die Verhandlungen sind ein Misserfolg für die Europäer. Noch am selben Abend diskutieren sie darüber, wie es jetzt weitergehen soll. Wir wollten von Anfang an Signale finden, die heute, aber auch in 20 Jahren noch aktuell sind. Wir hatten den Ehrgeiz, ein Navigationssystem zu entwickeln, das für viele Jahrzehnte nutzbar ist und das nicht nur so gut wie GPS sein würde, sondern noch besser. Neben José Ángel Ávila Rodríguez suchen Laurent Lestarqui, Jean-Luc Isler, Lionel Ries und Günther Hein nach einem Ausweg. An diesem Abend verwandeln sie das Restaurant in ein Labor der Modulationstechnik. In ihren Händen liegt nicht weniger als die Zukunft eines der größten europäischen Technologieprojekte. 4, 3, 2, 1, stop. Die 5 Forscher sollen dafür sorgen, dass Europa ein eigenes System zur Satellitennavigation im Orbit aufbauen kann. Galileo. Ihr Auftrag? Die Entwicklung einer Technologie, die Europa unabhängig macht vom amerikanischen GPS. Galileo soll außerdem präzisere Positionsdaten liefern als das amerikanische Vorbild. Was fehlt, ist ein Signal, das 10 unterschiedliche Navigationscodes gleichzeitig übertragen kann. Das Problem? Die erlaubten Sendefrequenzen sind vom Signal des GPS schon eng belegt. Empfänger auf der Erde, wie beispielsweise Navigationsgeräte in Autos, können aus den Daten der Satellitensignale errechnen, wo und wohin sie fahren. Das geht umso besser, je präziser die von den Satelliten übertragenen Informationen sind. Beispielsweise Angaben zur Position jedes einzelnen Satelliten müssen darin enthalten sein. Aber auch die Anzahl spielt eine entscheidende Rolle. Um die Position bestimmen zu können, braucht man zeitgleich die Signale von 4 Galileo-Satelliten. Dadurch erhält man die geografische Breite, Länge und Höhe sowie die Zeit des Empfängers. Atomuhren auf den Satelliten sorgen für eine exakte Zeitmessung. Auch diese Daten müssen im Satellitensignal gesendet werden. Denn daraus errechnet der Empfänger die Laufzeit des Signals und seine Position auf der Erde. Diese Informationen, die für die Navigation nötig sind, müssen die Nachrichtentechniker irgendwie im Galileo-Signal unterbringen. Und sie müssen einen Weg finden, es neben dem GPS-Signal stark und stabil zu machen. Es waren 3 wichtige Kriterien zu beachten. Erstens die Kompatibilität mit den anderen Satellitennavigationssystemen. Weil wir uns die Sendefrequenzen teilen müssen, dürfen sich die Signale nicht gegenseitig stören. Zweitens sollten die Systeme zusammenarbeiten können. Und drittens die Leistung des Galileo-Signals an sich. Um Übertragungsfehler zu vermeiden und gleichzeitig eine hohe Leistung ihres Signals zu bekommen, setzen die Forscher auf ein komplexes Verfahren, das sich kodierte Modulation nennt. Der Vorteil? In dem Signal können Informationen und Daten so untergebracht werden, dass andere Signale auf derselben Frequenz nicht stören. Das gelingt ihnen, indem sie ihr neues Signal sozusagen zwischen die bereits bestehenden Signale des GPS modulieren. Dabei steigert sich die Leistung des eigenen Signals. Es wird also besser. Sogar die Wissenschaftler sind vom eigenen Erfolg überrascht. Mit ihrem Galileo-Signal haben sie bei der Erforschung der BOC genannten digitalen Wellenformen einen enormen Fortschritt gemacht.
Die BOC-Signale, das steht für Binary Offset Carrier, sind bestimmte Frequenzen, die sehr präzise Positionsbestimmungen ermöglichen und gleichzeitig ein Spektrum haben, das sich mit anderen Satellitennavigationssystemen vereinbaren lässt. Seit Ende 2016 ist Galileo in Betrieb und sendet die speziellen Signalwellen der Modulationsforscher. Sie sind deutlich präziser und stabiler als die der anderen Systeme. Über die Entfernung von mehr als 20.000 Kilometern kommt das Signal, das die Forscher im Labor empfangen, in einem scheinbar undefinierbaren Rauschen an. Daraus filtern sie den klaren Code ihres Signals, das die Positionsbestimmung bei Galileo auf wenige Zentimeter genau macht. Die Forscher haben damit die Voraussetzungen für viele Ideen und Anwendungen geschaffen. Beispielsweise für einen ausschließlich der Rettung vorbehaltenen Dienst. Experten schätzen den ökonomischen Erfolg des europäischen Satellitennavigationssystems auf über 90 Milliarden Euro. Zum Beispiel setzen Entwickler der Bike Citizens App fürs Radeln in der Stadt auf Galileo-Signale. Und in der Landwirtschaft können Pflanzenschutzmittel präziser und sparsamer eingesetzt werden, durch die genauen Signale der Satelliten. Die Leistung, die wir erreicht haben, hatte keiner so vorhergesehen. Besonders die Amerikaner waren sehr überrascht über unsere anfangs unvorstellbare Entdeckung. Mit ihren Lösungen für die Satellitennavigation gelten die fünf Wissenschaftler heute als die Künstler unter den Signalwellenmodulationsforschern.